Willkommen in Frankreich. Das Fremdenbüro heißt Sie herzlich willkommen. Wir bieten Ihnen wunderschöne... Wo ist es denn? Hier irgendwo wäre es. Nein, ich bekomme es nicht hin. Ich wollte sagen, wunderschöne Springbrunnen. Da ist er. Wunderschöne Springbrunnen. Atemberaubende Architektur. Gott im Himmel, meine Aussprache. Und nur spärlichen Verkehr. Oder auch gar keinen. Doch, da ist er. Yeah! Ihm nach. Natürlich habt ihr bei Französisch vielleicht an einen anderen Verkehr gedacht. Aber da seid ihr auf dem falschen Kanal. Solche Scherze mache ich nicht. Dafür bin ich viel zu seriös. Hier oben hat es ein Exalt. Na gut, dass ich ein Weilchen nicht mehr gespielt habe. Hier oben hat es ein Meld. Und apropos, warum ich ein Weilchen nicht mehr gespielt habe. Das hat einen simplen Grund. Ich habe diese Mission verdammt nochmal schon mal geschafft. Dann hat aber der Escape-Button nicht funktioniert beim Speichern. So, dass ich trotzdem, dass ich es hier überlebt habe, nicht mehr spielen konnte. Also beziehungsweise speichern. Spielen konnte ich schon noch. Das heißt, ich spiele es jetzt nochmal von ganz von vorne. Und deshalb erkläre ich es nochmal ganz von vorne. Warum ich was wie mache. Also, mein ursprüngliches Ziel beim ersten Mal, als ich das hier gesehen habe, war es zuerst nach links zu gehen. Dann ist mir aber aufgefallen, ey, verdammt. Es wäre zwar eine schöne Idee, hier mit dem Scharfschützen hinzugehen und dann diesen ganzen Gebäudekomplex hier zu überblicken, aber Fensterfront, Fensterfront. Wenn ich hierher stehe oder hierher gehe, dann sehe ich hier rüber. Sehe vermutlich hier auf dem Bildschirm. Was macht er denn der? Naja, da gibt es nichts zu sehen. Und löse eventuell was aus. Und falls ich was auslöse, habe ich ein Riesenproblem. Denn es gibt nirgends eine anständige Deckung. Die einzige anständige Deckung ist hier vorne. Das sind halbe Deckungen, alles. Komme ich nicht ran. Habe ich mir gedacht, okay, gehe ich aufs Dach. Da kommen wir zum nächsten Problem. Ich habe nirgends irgendwie was gefunden, wo ich hier aufs Dach komme. Zumindest nicht in der unmittelbaren Umgebung. Also, den Bereich hier werde ich meiden. Einfach, weil es zu gefährlich ist, jetzt hier was auszulösen. Denn irgendwie gibt es nur halbe Deckung. Deshalb gehe ich wieder auf Sicherheit. Ich mache dasselbe wie letztes Mal. Das heißt, ich gehe hier, sichere hier nach rechts. Das sieht gut aus. Kannst du gleich bleiben. Dann, du musst eh rennen. Warten wir noch. Ich will jemand, der hier so weit wie möglich nach vorne kommt. Das bist du. Dann gehst du mir hierher. Heading out. Und mach's mit Feldposten. Ich weiß, was mich schon an Gegner hier erwartet. Und ihr könnt es mir glauben, das ist eine verfluchte, heikle und schwere und gemeine Mission. Das letzte Mal, als ich es gespielt habe, war es so, dass ich es aus meiner Sicht verdammt gut gelöst habe. Doch am Ende, beim zweitletzten Zug, wurde jemand kritisch verletzt, lag am Boden und ich konnte dann die Mission noch abschließen. Also es gab drei Beförderungen und einen kritisch Verwundeten. Vielleicht schaffe ich es diesmal ohne kritisch Verwundeten. Aber ich bin eigentlich schon zufrieden, wenn ich alle Leute nach Hause bringe. Also, das ist... Ja. Moving out. Ich kann es dir nochmal sagen, es ist verflucht schwer. Ich weiß jetzt dafür schon, dass hier drin kein Gegner ist. Ich mache es deshalb mal auf. Denn da ist niemand. Das heißt, du kannst mir gleich einen Overwatch machen. Ich weiß nicht genau, wo die Gegner sind. Ich weiß, wo ich sie das erste Mal ausgelöst habe. Aber bis dahin ist so viel Zeit vergangen. Also bis ich dahin kam, dass es diesmal wieder sein kann, dass ich sie gar nicht auslöse am selben Ort. Denn ich werde mich jetzt ein bisschen mehr beeilen wie im Vergleich zum letzten Mal. Also du machst mir eine Sicherung nach rechts. Hier dürfte nichts sein. Wenn du hier gehst, würdest du ein bisschen näher kommen, könntest eventuell was auslösen. Lassen wir also bleiben. Dann geh mir doch bitte hier. Du sicherst mir nach links und hier. Und du gehst mir jetzt nach innen. Dadurch, dass ich ja wirklich weiß, dass der Raum hier leer ist, dürfte ja theoretisch auch hier nichts sein. Den Raum habe ich damals betreten aus dem simplen Grund, damit ich hier eine Sicht nach links bekomme und hier eine Sicht hier rüber. Denn mein Ziel wäre es gewesen, diese Tür zu besetzen und dann zu flankieren. Das mache ich jetzt wieder.
denn ich hoffe, es geht ähnlich aus wie letztes Mal. Location confirmed. Einfach alles noch ein bisschen schneller. Also der einzige Vorteil, den ich im Moment besitze, ist, ich weiß, dass es hier sicher ist und ich weiß, was ich mich für Gegner erwarten. Aber sonst profitiere ich eigentlich nicht davon. Bedeutet, der Rest ist alles gleich. Ich weiß nicht wirklich, wo sie sind. Ich weiß, wo ich sie entdeckt habe, aber das muss ja nicht unbedingt jetzt ähnlich laufen. Also zum Beispiel der hier war sinnlos, aber ich wollte es einfach nochmal genau gleich spielen. So. Das heißt, du kannst mir jetzt hier an die Ecke. Da gab es, glaube ich, letztes Mal keinen Kontakt. Genau. Dann... Dann geh mir doch... Nee, machen wir nicht. Geh du mir hier. On it. Ihr beiden seid an der Tür, das ist wunderschön. Du kannst noch warten. Du gehst mir in den Rückraum. Roger that. Du wartest. Warten, warten. Du kannst mir eigentlich hier rüber. That's affirmative. Und deine Waffe vorbereiten. Du kannst deine Waffe vorbereiten. Du gehst mir... Das hat mich schon damals beim ersten Anspiel genervt. Ich kann hier nicht rüber, ich komme hier nicht in die Volldeckung. Das eigentlich schade ist. So. Wir ziehen jetzt zuerst den Scharfschützen. Und die Scharfschützin. Das ist natürlich eine Dame. Die ziehen wir hierher. Nee, wobei, machen wir nicht. Du hast mich überzeugt, du gehst mir hier. Dann kann die Scharfschützin hierher. Und du machst ebenfalls die Waffe bereit. Du ziehst einfach nach, wo immerhin. Wo auch du immerhin möchtest. Die Frage ist jetzt hier zu ihnen. Ja. Rolling out. Denn die Sicherung hier bringt nichts. So, und alles, was jetzt noch übrig ist, auf dem Feldposten. Nee, wobei, Moment mal. Du nicht. Du könntest zwar Feldposten, aber... Nein. Alles andere. Overwatch. Overwatch. Und hier hinten. Es ist genau gleich tatsächlich. Hier hinten höre ich das erste Mal ein Geräusch. Und ich bekomme Geräusche von hier angezeigt. Das war hier die Ecke, die ich meiden wollte. Und die meide ich auch. Das heißt, hier hinten will ich nichts sehen. Jetzt ist mein Ziel, diese Tür zu öffnen. Falls hier was wäre, würde es nach rechts getrieben werden. Oder hier in Deckung. Dann könnte er eventuell flankieren. Das ist mal der grobe Plan. Mal gucken, ob er klappt. Da ist nichts. Gut. Warten wir es ab. Du wartest mir ebenso. Jetzt geht es mir darum, die Leute sinnvoll zu verteilen. Du könntest hier helfen. Es ist eine volle Deckung. Du könntest höchstens von hier flankiert werden. Das übernehmen aber die Herrschaften oder Damen. Und das bedeutet, wir nehmen Roger, dich auch tracking. Hierher. Visual on the goods. Dabei spricht sie... Vermutlich von diesem Melt-Container hier oben. Also. Ihr zwei solltet nicht bewegt werden. Das heißt für mich, du gehst... Kommst du auch dahin? Du gehst mir hier. Du hast die bessere Waffe. On the move. So. Und du gehst mir... Du rennst mir hierher. Damit bist du in der nächsten Runde die Sicherung für ihn. Ihr zwei sichert sie ab im Moment. Das müsste eigentlich klappen. Oder, Moment mal kurz überlegen. Soll ich ihn hierher, sie hierher bringen? Scharfschützenposition. Von hier dann, theoretisch, falls da was ist. Machen wir. So, dann kannst du... Ich würde allzu gerne jetzt hier nach vorne.
Natürlich ist es eine verdammt schlechte Idee, denn da könnte flankiert werden von da, ohne dass er eine Sicherung hat. Im Umkehrschluss bedeutet das, ich könnte hierher, es würde mir in einem Zug reichen und eine Sicherung hier rüber nehmen. Ist mir zu gefährlich, ist eine halbe Deckung. Ich könnte hierher, das wäre eine volle Deckung, aber das ist auch mir schon ein bisschen zu weit vorne. Das heißt, du gehst mir... Du stehst... Ist alles nicht so richtig günstig. Ich könnte ihn hier ersetzen, dann könnte er diesen Raum hier drin noch abdecken. Aber das machen ja eigentlich die beiden. Geh mir doch einfach mal hierher. Und da du da ganz sicher nichts siehst, kannst du die Waffe vorbereiten. Alle anderen, ihr seid bereit. Los geht's. Oh shit, ich habe die Tür nicht geöffnet. Die sind am selben Ort, okay. Erstaunlich. Gut, Türe öffnen. Du siehst sie nicht. Wache. Du bleibst, wo du bist. Wache. Wache. Die sind hier drin. Ich könnte jetzt eigentlich noch dich hier nach vorne bewegen. Dieses Mal würdest du hier abgesichert werden. On the move. Got something over here. Oh, fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh, du Scheiße. Wache. 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 Und doch Wache. So. Mal schauen, was jetzt passiert. What was that? Wo kommt jetzt wieder Gegner? Er lässt sich verflucht viel Zeit. Er macht spannend. Okay, da kommt der Erste. Nicht getroffen. No way that just happened. Du bist unfähig. Okay. Da wird vermutlich gleich 3 oder 4 Schüsse stattfinden. Erster. Nicht getroffen. Hey, das ist unglaublich. Ich spiele schlechter wie letztes Mal. Zweiter Versuch. Getroffen. Sehr schön. I'm about to start keeping score. Gut. Wir haben immer noch eine Feldwache. Scharfschütze. 2 Stück. Getroffen. Daneben. Mist. Kann er mich jetzt schon flankieren? Da kann er mich, glaube ich, schon, sogar schon flankieren. Noch 2 Schüsse. Komm. Gott im Himmel! Trifft er jetzt? Gott im Himmel, das sind schlechte wie letztes Mal. Die sind schlechte wie letztes Mal. Das kann gar nicht wahr sein. Die sind... Ihr seid so eine Katastrophe. Das ist unglaublich. Geh mir hier. Heading to that location. So. Komm aber. Ja, bitteschön. Okay. Du bleibst im Scharfschütze. Du. Könnte sich hier hinten noch ein Alien verbergen? Nee, das ist das andere Alien. Irgendwie kommt es von da. Wenn ich das richtig sehe. Geh mir... Hast du einen besseren Blickwinkel von da? Würdest die Seite hier gleichzeitig abdecken? Könntest also nicht mehr von der Seite überrascht werden. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja, super sogar. Sehr schön. Oh, 2 Leben verloren. Gut. Dann gehen wir mit dir eins rüber. Besserer Blickwinkel. Wache. Fünfundfünfzig. 46.
42, alles klar. Du versuchst es. Sehr schön. Nailed him. Wow, okay. Execute. Ach ja, sehr. Sie hat ja das Talent, dass sie, wenn jemand unter 50% Leben hat, oder 50% Leben hat, sie 10 zusätzliche Treffsicherheit und 10 kritischen Schaden, beziehungsweise 10 Prozent mehr Chance auf einen kritischen Treffer hat. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und du darfst dich sogar nochmal. Du bist zwar leer geschossen, aber spielt keine Rolle. So, was macht ihr? Hier kommen sie. Sind das 4 Stück? Einer, zwei, drei. 3 Stück! Gott im Himmel! Ich könnte sie alle töten! Die treffen alle nicht! 4 Stück! Was ist denn hier los, ey? Na gut, wir wollen uns nicht mit solchen Kleinigkeiten aufhalten, auch wenn es nervtötend ist, bis zum geht nicht mehr. Ja, aber jetzt ist folgendes Problem. Hier hinten hat offensichtlich nochmal eine Gegnergruppe das ganze Szenario betreten. Und ich bin schon recht nahe am Munitionsende. Ich könnte jetzt auch nachher von hier flankiert werden. Volle Deckung nach rechts habe ich nur hier. Du stehst hier. Du könntest an die Position. Du könntest eigentlich hier rüber. Da wärst du vermutlich besser. Das machen wir schon mal. Du bist leer geschossen. Du gehst mir in dem Fall in den Rückraum. Und lädst mir nach. Ready to rock. Du könntest hierher ihre Position übernehmen. Die Gefahr dabei ist... Ja, nee, der Sichtwinkel sollte dich niemand sehen. Vielleicht sieht dich zwar jemand, wenn er hier steht, dann könnte ich ihn immer noch auslösen. Dann muss ich halt die Flucht antreten. Rolling. Gut. Wen von euch beiden... Nachladen? Sicher stehen? Nachladen. Okay, einer von euch zwei muss nachladen. Wer? Du hast den besseren Blickwinkel. Lad mir nach. Du könntest oder müsstest nachladen. Du bist hinter einer vollen Deckung. Du siehst eigentlich recht gut in beide Seiten. Ich könnte dich aber noch einmal schießen lassen. Mach mir die nächste Runde nachladen. Mach mir noch eine Sicherheit. Du gehst mir jetzt hierher, denn offensichtlich würde ich ja von hier vielleicht hier rüber sehen, wenn das nicht im Weg ist, oder zumindest hier rüber und gleichzeitig diese Flanke. Okay. Jasna. Mach die Waffe schussbereit. Du machst mir die Wache, oder? Moment mal. Du hast nachgeladen, oder? Genau. Dann machst du mir die Wache. Bitte, bitte, bitte. Trefft jetzt endlich mal. Da kommt was. Getroffen. 3 Schaden. Getroffen, zerstört. Jetzt sind es noch 3 Schweber. Da kommt nochmal einer. Reaktionsschuss. Nicht getroffen. Das ist schlecht, dass du geschossen hast. Du wolltest eigentlich die Seite abdecken. Wow. Zweiter Schweber. Hello, I'm gonna die over here. Unterdrückt, okay. Wow, 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 wow. Du wurdest von irgendwoher beschossen. Du bist unterdrückt. Du bist ausgeschossen. Du hättest 65% Trefferwahrscheinlichkeit und hast nur ein Ziel. Fangen wir damit an. Oder? Was haben wir noch? Du hast nachgeladen. 45% Trefferwahrscheinlichkeit. Du hättest den, müsstest aber nachladen. Geh mir hierher. Roger that. Nachladen. Ready to engage.
Du hast ein Ziel, den hier oben. Geh mir hier. Roger that. Warte ab. Warte ab. Du könntest in Deckung gehen. Eins nach hinten oder da stehen bleiben. Du wirst unterdrückt. Moment mal, hast du... Du hast doch sicher, genau. Dann machen wir es anders. Aber... Doch. Hier eine Flashbang? Komm. Oder hast du, kannst du schon bitte eine Flashbang werfen? Es reicht, glaube ich, knapp nicht, oder? Ah, doch, da oben. Da oben wirkt es? Machen wir. Standing fast. So. Damit müsste das Feuer eingestellt sein. Du hättest ja immer noch die beste Trefferchance. Du könntest notfalls jetzt auch hierher. Dann von da oben. Okay, alles klar. Du hast eh nur ein Ziel. Komm, 65%. Sehr schön. Ein Problem weniger. 61% von hier. Puh. Dich brauche ich eigentlich, um das hier abzusichern. Also dich zu verschieben ist vielleicht nicht die geschickteste Idee. Dich könnte ich theoretisch hierher bringen. Die Frage ist jetzt, also du hast 61%. Ich könnte ihn unterdrücken. Du machst mir einen Feldposten. Ich muss unbedingt die Sicherheit haben, dass da nichts ist. Du machst mir ebenfalls einen Feldposten. Und du unterdrücken oder... 61% sind verdammt verlockend. Ich meine, ich würde... So in der Theorie. Aber der ist ja eh desorientiert. Also komm. Versuch's. Gute Entscheidung gewesen. Nailed him. Dann gehst du mir jetzt... Hier oder hier? Hier hast du einen besseren Blickwinkel. Okay. Contact. Nein! With what we've seen so far, nein! It was only natural to assume the aliens would have something special towards frontline combat. Nein! Hulking creature appears to be that unit. I don't see anyone who is to go up against that thing. Nein! Oh, Schreck, oh, Graus! Nein! Ich wusste, dass sie kommen. Ach du Kacke. Also das ist das, was ich vermeiden wollte. Du bist, glaube ich, jetzt... Du bist, glaube ich, die Letzte, oder? Ja. Flashbang, unbedingt. Ich sehe sonst nur Tote. Ich sehe auch so eine Tote. Nein, natürlich musst du jetzt auch noch kommen. Nicht getroffen. Du bist sowas von tot. Was hast du vor? Nein, nicht treffen! Oh. Himmel, Herrgott, Himmel, Herrgott, jetzt wird's schwierig. Du bist disorientiert, also du darfst nicht treffen. Sehr schön, nicht getroffen. Das bedeutet aber, die Scharfschützen hast du auch im Ziel. Ach Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Nicht treffen, nicht treffen, nicht treffen, nicht treffen. Incoming over here. Nicht getroffen, gut. Nicht treffen. I'm all right. Ah. Ah. Himmel, Herrgott. Okay, okay, okay. Komm. Kommst du da rein? Shot is blocked. Bei was denn? Jetzt kommt die verdammte Kamera wieder zum Tragen.
Bei was ist denn der Schuss blockiert? Hier vorne, aber... Hä? Oh je. Wobei... Gott im Himmel. Mal kurz überlegen. Du bist leer geschossen, immer noch. Nimmst mir natürlich enorm viel. Du könntest seine Position übernehmen. Du würdest Gefahr laufen, zu flankiert zu werden. Du würdest 63% ihn treffen. Du bekommst den hier mit 40% oder den hier mit 40%. Okay. Du hast natürlich diverse Ziele, die alle nicht so gut sind. 54%. Du hast das falsche Ding. Was habe ich denn für Alternativen? 63%. Du wärst danach ausgeschossen. Könntest unterdrücken. Du kommst einfach mit dem Raketenwerfer nicht durch, weil es ja hier logischerweise eine Wand hat. Wenn ich dich bewege, ich bin jetzt unsicher. Ich habe einen Kommentar gelesen, wenn ich mich bewege, treffe ich schlechter. Die Frage ist jetzt, ist es allgemein oder? Die Alternative wäre, hierher zu gehen. Hier gibt es kein Fenster im Weg, nix. Testen wir es nochmal. Vorher habe ich eine Abweichung gehabt von 0,9. Jetzt würde ich... Oh, sogar 2,60. Shot ist blockt. Bei was denn, bitte? Warum ist hier immer was geblockt? Abweichung von plus 4. Möglich. Das ist jetzt ganz schlecht eigentlich. Umgekehrt würde ich hier mehrere treffen. Plus 2,8. Ich verstehe es nicht gerade. Du schießt also irgendwo hin. Oh. Ich will doch nur ein bisschen näher an. Je näher, desto weniger. 4,3. Das heißt, ich kann irgendwo hinschießen. Verletze sogar eventuell meine eigenen. Ich könnte aber den flankieren mit... Ah, das ist nicht schön. Ich würde es immer noch ihn... Könntest aber auch unterdrücken. Wo hättest du denn noch eine volle Deckung? Du könntest jetzt natürlich hierher. Du würdest sogar vermutlich... Nee, du hast niemanden flankiert, oder? Du flankierst ja logischerweise auch niemand. Hierher gehe. Bringt das was? Eigentlich wenig. Mit Holoziehen haben wir niemanden, oder? Du darfst zweimal schießen, eigentlich. Ja, okay. Dann schaltest du mir ganz sicher mal den aus. Gott, nein, nicht jetzt! No way that just happened. Nein! 63% und zweimal daneben! Ich drehe hier gerade am Rad. Ich drehe hier gerade am Rad. Und zwar richtig am Rad drehen. Das ist eine Katastrophe. Roger that.
64%. Na, wenigstens einer. Ich muss mich zurückziehen. Das ist viel zu gefährlich, was du da vorne machst. Könntest du jemanden flankieren? Du könntest theoretisch hierher. Du könntest hierher. Falls sie dann kommen, würdest du flankieren. Affirmative. Machen wir. Dich zu bewegen bringt eigentlich recht wenig. Du musst eh nachladen. Der einzige Vorteil ist, wenn du hier gehst, würdest du vielleicht nicht flankiert werden können. Du könntest dann später da was machen. Hierher zu gehen ist zu gefährlich. Affirmative. Komm. Ready to rock. Euch zwei habe ich noch. Nee, dich habe ich ja auch noch. Ich muss unbedingt den hier oben ausschalten. Das nervt mich. Nee, nicht den. Du bekommst den gar nicht. Ja, okay. Dann versuch's bei ihm. Dann würde ich sagen... Ja. Wir versuchen's bei ihm. Das ist der, der flankiert wird, oder? Versuchen wir es nochmal mit einem Flankierschuss. Ich würde so gerne einen Raketenwerfer im Moment einsetzen, aber das ist... viel zu gefährlich bei der Abweichung. Ich könnte auch... Bist du der Letzte, der ihn sieht? Es ist halt zu verlockend. Ich meine, das sind 62%. Das ist enorm. Wann kann ich schon flankieren? Da hättest du 63. Aber du kümmerst dich jetzt mal bitte um den. Mache ich halt keine Unterdrückungsfeuer, aber der muss unbedingt weg. Darf ich irgendwas zerstören? Kann ich irgendwas zerreißen? Kann ich diese Fake-Flasche machen? Was ist mit euch los? Gott im Himmel! Ich dreh durch! Was ist mit euch los? Das ist so schlimm! Sag mal, was ist... Triffst du jetzt auch nicht, oder was? Hey! Sie sind... Das waren... glaube ich, 5 Leute, die da geschossen haben. Und ich muss wegen dir jetzt die Flankierung aufgeben. Das ist so unmöglich. Das ist... Was soll ich mit solchen Ulpen machen? Zwei Posten. Und jetzt sterben, Leute. Wegen euch. Komm, bitte, triff wenigstens du. Vier Schaden, immerhin. Hey, es ist... Ah! Mir fehlen die Worte. Ich dreh durch. Ich muss irgendwas wirklich... Ich möchte was zerreißen. Ich möchte irgendwie irgendwas packen und einfach schlagen. Incoming fire. Irgendwas, was keine Schmerzen davon bekommt. Weil das ist furchtbar, was jetzt passiert. Wo gehst du hin? Es ist nur wegen euch. Du hättest mich nebenbei flankieren können. Danke, dass du es nicht gemacht hast. I'm taking fire. Das ist so schlecht. Es ist... Ah. Es leben alle noch. Es leben alle noch. I'm taking fire. Das ist... So. Lassen wir die Aggression an diesem Büro aus. Das wäre Möglichkeit 1. Relativ klar, du nimmst ihn jetzt. Der hat eine Granate geworfen und hat mich wütend gemacht. Wir haben einen Overwatch. Ich kann mich nicht bewegen. 14%, 29%. Du siehst den. Ach, ein Overwatch. Du hättest den oder den? Den mit dem Overwatch. Versuch den im Overwatch zu erwischen. Wenn du es triffst, bin ich halbwegs wieder... Kann ich mich halbwegs wieder beruhigen. Aber du wirst es nicht schaffen. Na klar nicht. Was erwarte ich denn von diesem Spiel? Eigentlich nichts mehr. Du könntest jetzt hierher. Von da würdest du ihn sehen. Du könntest ihn flankieren. Und wehe, das machst du nicht.
Oder ich kann natürlich mit der Rakete hier einfach mal versuchen, die Deckung wegzuschießen. Was hätte ich denn noch für Alternativen? 35, 45. 35, 32. 14, 29. Dich könnte ich eigentlich da mit ihm ein Signal senden. Okay. Die Frage ist jetzt hierher schießen? Shot ist blockt. Also mehr nach rechts kann ich nicht. Warum ist eigentlich der Schuss hier immer noch blockiert? Von was? Ah, so. Würde ich beiden ein bisschen Schaden machen. Könnte aber keine bessere Position beziehen. Wenn ich hierher gehe, müsste ich ihn doch flankieren können. Und würde ihn hoffentlich töten. Versuchen wir es. Du siehst ihn nicht! Nein! Nein! So, jetzt bin ich einfach sauer. Das ist mir egal. Mach doch, was du willst. Du triffst eh nicht. Ja, okay. Immerhin. Jetzt bin ich einfach sauer. Jetzt bin ich richtig sauer. So richtig, richtig sauer. Deckung ist weg und du kannst nichts damit anfangen. Du siehst nur den. Wobei, wenn jetzt die Deckung weg ist, kannst du nicht da flankieren? Könnte dich... Wo ist der hin? Da stand doch einer. Doch, du solltest doch den flankieren können. Was ist jetzt sicherer? Hier stehen und dann von der Seite beschossen werden allenfalls? Oder hier rüber und den in den Rücken schießen. Kann ich von da... Nee, ist unsicher. Ja, okay. Solid, Gabi. 67%... Ey. Ich werde so sauer auf euch langsam. Wieso siehst du den nicht? Bekommen Sie noch Panik? Geh doch nach Hause. Mit euch kann ich eh nichts anfangen. Ihr macht mich nur sauer. %75. Ich darf mich nicht bewegen. Flashbang habe ich keine mehr. Hey, 75%. Ne, komm jetzt. Aber jetzt mal ernsthaft. Ich darf mich nicht bewegen. Dann... Lad mir jetzt nach. Reloaded. Du bist sowas von tot. Was mache ich mit dir? Ich könnte hierher. Nee, es kann... Ist das jetzt noch eine Deckung? Das ist eine halbe Deckung. Das heißt, wenn ich mich bewege, schießt er sofort los. Aber wenn ich einen Fellposten mache, dürften die sich doch eigentlich auch nicht bewegen, oder? So, 29%. Ich könnte doch hier hin durch das Auto, dann kann er mich nicht sehen. Wenn ich mich jetzt, ich bewege mich ja durch die Deckung, dann könntest du die Türe hier sichern. Heading out. Sichere mir den an der Tür. Nein, nicht treffen! Natürlich triffst du! Die treffen! Volle Deckung! Natürlich, die können's, ich kann's nicht. Sag mal, liebes Spiel, willst du mich eigentlich verarschen? Okay, da hinten habe ich noch einen Feldposten gesehen. Aber Moment mal, der Feldposten ist doch... Dürftest du eigentlich mich nicht mitbekommen?
drückt mir die Daumen. Wenigstens einmal. Bitte, 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 liebes Spiel. Oder hat der, der sich zurückgezogen hat, könnte den Feldposten machen? Und mich jetzt hier voll erwischen? Also wenn ich hierher gehe. Nee, dann sieht er mich. Ich muss hierher. Du hast nur den. Der hat einen Feldposten hier drin. Wenn ich hierher gehe, sehe ich ihn vermutlich. Du hast aber keine Flashbang und das bringt dir eigentlich nichts. Du könntest ihn höchstens hier auslösen. Okay. Bei dir ist es das. Du musst nachladen. Ich bewege dich auch gar nicht. Das ist mir zu gefährlich. Du bist ja immer noch in voller Deckung. Ey, zwei Schwerverletzte. Zwei. Du hast keine Flashbang. Du hast keine Flashbang. Du hättest nur ihn als Ziel. Gut, dann könnten wir eigentlich schon mal das Risiko minimieren, wenn du jetzt triffst. Natürlich nicht. Das heißt, ich muss das Risiko jetzt eingehen. Du triffst ja recht schlecht von da. Du triffst noch schlechter. Vor allem brauche ich euch auf dem Feldposten nachher. Okay, gehen wir das Risiko ein. Es hat sich einer zurückgezogen. Der könnte mich jetzt höchstens erwischen mit der Wache. Der dürfte mich nicht sehen von der Annäherung her. Aber ich glaube, der hat nicht die Wache. Wenn er die Wache hat, habe ich ein Problem. Komm. I'm on the move. Schön. Hat geklappt. Triff! 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 X-ray neutralized. Gut. Ach, wie ich langsam hier sauer werde. Wo ist eigentlich mein Arzt? Mein Arzt hat Panik. Ausgerechnet der! Natürlich, wer denn sonst? Wer könnte denn noch Panik haben, wenn nicht mein Arzt? Steht der... Da steht vermutlich hier in Deckung. Also wenn ich hier gehe, ist es nicht unbedingt schlau. Mach mir einen Feldposten. Falls er sich doch plötzlich raustraut. Ich muss zum Arzt. So dringend. Wenn er sich jetzt hier links anschleicht, habe ich ein Problem. Wobei, nee, du machst einen Sicherungsposten. Ich möchte mich eigentlich schon ihm nähern, aber du hast auch nur noch einen Punkt Leben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du zu einer Annäherung überlebst, ist klein. Wenn ich hierher renne, sieht er das? Gott, ich möchte doch nur ein bisschen Sicht. Ich möchte hier... Du hast keine Deckung. Ich möchte dich eigentlich schon in der Deckung haben. Geh mir hier. Heading there now. Mach mir einen Feldposten. Okay, er kommt. Target's still up. Ich muss mich zusammenreißen, dass ich nicht schreie. Ich muss mich echt zusammenreißen, dass ich nicht schreie. Ich muss mich hier so unglaublich zusammenreißen, dass ich hier nicht einen Schreianfall bekomme. Das ist unglaublich. Okay, wenigstens haben wir mal eine Sicht. Du stehst immer noch unter Panik, oder wie? So, du könntest jetzt verarzen. Wir haben die beiden Ziele. Deckung, volle Deckung hast du nirgends. Du hast nur halbe Deckung. Du stehst hier hin. Dich ziehen wir mal ganz klar nach vorne. Da hinten bringst du gar nichts. Geh mir hier. Du musst nachladen. Stehst auch nicht unbedingt am perfekten Ort. Geh mir mal hierher. Lad mir nach. So, du hättest noch einen Raketenwerfer. Hast das Problem? Du stehst in der vollen Deckung. Der könnte sich theoretisch dir annähern. Du hast keine Munition. Du bist der Einzige, der Sicht hat. Du bleibst mal da. Mit dir gehe ich jetzt heilen. Geh mir hier. Wobei, du siehst ihn. Du siehst ihn auch.
I'm on it, Commander. Heile mir. Der Rekrut? Nee. Heil mir sie. Komm. Nee, den anderen. Den. Genau. Quit your bitching. So, mit dir überlege ich mir noch was. Du hast wieder volle Munition. Du könntest hierher in Deckung. That's affirmative. Und machst mir hier eine Wache. So. So weit, so gut. Du hast wieder Leben. Du könntest... Wen habe ich denn noch? Dich habe ich noch. Also hier hinten sieht dich kein Mensch. Es bekommt niemand mit, dass du hier hinten bist. Time to motor. Du siehst... Moment. Warum... Dieser blöde Blickwinkel. Das gibt's doch gar nicht. Habe ich irgendwo eine volle Deckung, wo ich noch überwachen kann? Soll ich mich mit auch hier rüber begeben? Oder hier in voller Deckung in der Hoffnung? Ja, nee, aber... Ich möchte ihn nachher flankieren. Ich möchte von der Seite und von der Seite ihn einklemmen. Ich komme aber irgendwie... Ich könnte hier in voller Deckung. Nur, dann kann er einen Schritt nach vorne und trifft mich. Dann bin ich vermutlich tot. Gehen wir hier. So. Was machst du? Nein! Okay. Kann jemand Sicht aufbauen, ohne gleich zu sterben? Du könntest hier, theoretisch, wenn er hier steht, würdest du ihn flankieren. Aye, aye. Wo ist er hin? Wo ist mein Gefechtsscanner? Natürlich hast du den Gefechtsscanner. Du, der flankieren solltest. Du gehst mir hierher, damit flankierst du ihn. Das ist schon richtig, oder? Ja. Roger that. Bitte. Gut, jetzt müssen wir vorsichtig vorgehen. Es ist noch einer da, der mich flankieren könnte. Der ist herübergerannt. Ich habe das schon richtig gesehen. Du siehst ihn nicht. Du hast ihn nicht gesehen. Obwohl er irgendwo hier steht. Das heißt eigentlich, du dürft... Ja. Ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt hierher gehe? Nur eins nach vorne. Dann hast du mal einen Sichtbereich hier rüber. Aye, aye. Du siehst ihn nicht. Mach mir einen Feldposten. Das heißt für dich, du dürftest eigentlich...
sehr gruselig, dass ich nicht weiß, wo er ist. Gehen wir mal hier rüber, dann hast du einen Sichtbereich hier rüber. That's affirmative. Mach mit die Türe auf. Feldposten. Also du hast einen Sichtbereich hier rüber. Was könnte mir passieren? Er könnte hier stehen. Und hier rüber. Aber dürfte ich... Ich gehe der Wand entlang. Wo stand er nochmal davor? Der stand doch hier hinten. Hier. Hat sich jetzt zweimal... Mindestens zweimal bewegt. Das heißt, er dürfte eigentlich nicht Feldposten stehen. Wie ich rechne das falsch. Affirmative. Wo ist er? Er ist einfach verschwunden. Nicht mehr gesehen. Mach mir einen Feldposten. Du machst mir einen Feldposten hier. Mach mir einen Feldposten hier. Was, da läuft ihr alle durch und keiner reagiert? That was close. Wow. Okay. Na gut. Wer hat noch keinen Aufstieg? Du siehst ihn nicht. Du könntest... Du könntest hierher. Du bist leer geschossen. Hättest den Gefechtsscanner. Hier hast du volle Deckung. Warte mir noch. Du bist der Einzige, der ihn sieht im Moment. Du könntest... Da flankierst du ihn aber nicht. Hier flankierst du ihn vermutlich auch nicht. Du könntest... Die beste Ausgangslage. Du hättest zweimal schießen, aber vermutlich siehst du ihn nicht von da. Gut, umgekehrt könntest du hierher zweimal schießen. Alles klar. Dir reicht's vermutlich nicht zum Flankieren. Du stehst völlig am falschen Ort. Rennen wir einfach hier rüber. Du hättest noch einen Raketenwerfer. Könntest du die Deckung von ihm zerstören? Bei deiner Treffsicherheit? Gott! Also. Noch ein bisschen näher. Noch ein bisschen näher. Noch ein bisschen näher. Das wäre die eine Möglichkeit, weil näher kommst du ja eh nicht. Du würdest ihn schon mal beschäftigen. Komm. Going high. 6 Schaden, wow, flankiert, super, Deckung weg. Du brauchst noch einen Aufstieg? Du könntest einen Aufstieg auch noch vertragen. Komm. Endlich. Mission accomplished. Gott im Himmel. Oh, oh, ich schicke euch alle 3 Wochen lang ein Schießtraining. Das ist... Oh, oh nein. Wo sind meine Herztabletten? Wo sind meine Herztabletten? Ich brauche Herztabletten. Furchtbar. Unglaublich. Unglaublich schlecht. 2 Schwerverletzte. Als ich das letzte Mal gespielt habe, gab es nur 1 Schwerverletzten. Gut, der war dafür kritisch. Vielleicht schaffe ich es ja dieses Mal ohne kritische Verwundung. Nee, super, nur wounded. Und ich bekomme 4 Promotions. Na, immerhin. Aber ich bekomme die gleichen Beförderungen. Mist, schon wieder Scout-Snipers. Lance Corporal, welcome back. Okay,
Hier habe ich... Ich weiß nicht mehr, was ich mir überlegt habe. Also doch, die Überlegung weiß ich schon, aber ich weiß nicht, was ich ausgeführt habe. Hier geht es darum, ich könnte mich entscheiden, entweder ein bis zwei weniger Schaden bekommen, falls ich in Deckung wäre und nicht flankiert werden würde. Oder ich mache Ranger, das bedeutet, alle meine Waffen machen plus 1 Schaden. Also die Hauptwaffe und der Raketenlauncher macht plus 1 Schaden. Oder ich nehme Heat Warhead. Das bedeutet, ich mache mit den Raketen und Granaten 50% mehr Schaden an robotischen Einheiten, nachdem alle anderen Schadenswerte vermindert wurden. Das ist jetzt eine richtig schwere Entscheidung, denn eigentlich hier mache ich ja plus 1 Schaden an allen, also plus robotische Einheiten. Und wenn ich mir so überlege, dass da die, wie heißen sie wieder? Naja, diese blöde Krabbelviecher, die Zivilisten anfallen und daraus Zombies machen, dann würden die auch mehr eins mehr Schaden bekommen, was ja entscheidend sein könnte. Das bedeutet, wenn ich dann zum Beispiel mal 4 Stück auf einem engen Feld habe, wären das plus 4 Schaden. Und meine Hauptwaffe macht ja auch plus 1 Schaden. Also es ist eigentlich ein richtig gutes Ding. Andererseits, wenn ich mir überlege, dass da irgendwann mal so eine Cyberdisk kommt mit, was weiß ich, 10 bis 15 Leben oder mehr. Ich weiß ja nicht, wie hoch das geht. Ich habe Bilder gesehen in dieser Mod. Das ist jenseits von Gut und Böse. Dann sind die 50% mehr Schaden natürlich schon eigentlich eine Welt. Komm. Das muss auch so gehen. Die anderen machen genug Schaden. So. Bei dir ist es eigentlich noch viel schwerer. Also das kommt nicht in Frage. Allows reaction shot from Overwatch to trigger on many enemy action, not just movement. Das heißt, wenn ich ein Overwatch bin, ein Gegner eine Aktion macht, die nicht unbedingt eine Reaktion auslösen würde von mir, mache ich es hier aber. Zum Beispiel nehmen wir an, der Gegner, also ich befinde mich auf Overwatch für einen Gegner. Dieser Gegner entscheidet sich aber nicht, sich zu bewegen, sondern der schießt auf jemanden von uns. Dann wird es einen Reaktionsschuss geben von meiner Seite, sodass ich die Aktion gleich räche als Beispiel. Nicht so schlecht eigentlich als Grundidee, nur jetzt kommen die anderen beiden Talente. Flash ist geil. Fireshot, Fireshot that may cause non-flying enemies to run to new cover. The shot is easy to hit with, but does reduced damage and consumes extra ammo. Das heißt, ich kann jemanden aus der Deckung treiben. Ich treffe besser als normal. Und natürlich kostet es extra Munition. Jetzt ist es so. Als Plan. Ich könnte jemanden aus der Deckung treiben und ihn natürlich dann zum Beispiel in ein Overwatch treiben. So, theoretisch. Ist eigentlich richtig stark. Ich könnte aber auch Holotaschening nehmen bei ihm. Und das funktioniert wunderbar zusammen mit dem Suppression. Suppression. Jetzt, mein Englisch, ich brauche eine Pause. Suppression. Ich habe mich so genervt ab diesen Schießkünsten. Ich kann nicht mehr mal reden. Suppression. Verbindet sich wunderbar. Wenn ich jemanden unterdrücke, damit er sich zum Beispiel nicht bewegt oder weil er besonders gefährlich ist oder ähnliches, dann könnten meine Freunde darauf schießen und hätten plus 10 Trefferwahrscheinlichkeit. Also hier die Entscheidung zu treffen zwischen den beiden ist nicht einfach. Ich nehme jetzt mal Oletaschnik. So. Da ich beide habe, gibt es auch beide. Du kannst Sniper werden und du wirst Scout. So. Das ging schnell. Mal gucken, was haben wir denn sonst bekommen? 90 Credits, Panik in Frankreich wurde gesenkt. Remember, we will be watching. Ansonsten in 4 Tagen wäre die Forschung soweit. In 4 Tagen würde es Laser Rifles geben. Council Report ist ebenfalls in 4 Tagen. Es gibt eine Anfrage von... Es gibt eine Anfrage von North Africa? South Africa? Was habe ich denn da gelesen? Satelliten, Satelliten, Satelliten. Die wollen alle nur Satelliten. Das kann ich nicht erfüllen. Ich hätte zwar noch einen Satelliten, glaube ich. Ja, den schieße ich aber ab Ende Monat. Warten wir also noch. 90 Credits. Engineering, wie sieht es denn da aus? 90 Credits. Ein Gate, ein Outer Laser ist, glaube ich, noch gar nicht in Auftrag gegeben, oder? Dann nehmen wir noch einen Outer Laser. Der Schaden wird langsam richtig elementar. Autolaser heißt,
Plus 6 Schaden, minus 1 Mobility, 4 bis 8 Schaden, 8 bis 11, 6 Schuss. Und der Unterschied zum Gatling Laser ist, glaube ich, nicht nur der Preis, sondern auch, das gibt minus 2 Mobility. Und hier kann ich das nicht mehr benutzen, sobald ich mich bewegt habe. Also ich nehme den Outer Laser einmal. Habe ich den schon? Nee. Damit hätte ich noch 30 Credits. Hier unten sieht es ja eigentlich gut aus. Das ist ja das Problem, das große, dass ich praktisch keine Energie mehr habe. Dass ich die Sachen, die ich bauen möchte, natürlich mir auch Geld kosten. Das lasse ich also bleiben. Und in der Baracke, ja, da gehen wir später darauf ein. I appreciate your efforts to support the research team, Commander. I've already put the new recruits to work in the lab. Lassen wir die Zeit einfach laufen. Es lief nicht so schlecht. Eigentlich zwei Verletzte, okay, das ist natürlich traurig, aber dieses Mal keinen kritisch Verletzten. Das heißt, ich habe nicht am Win verloren und es gab 4 Beförderungen statt 3. Hat sich das doch noch gelohnt. Sechs Sektoiden für einen Wissenschaftler. Natürlich, Brasilien, machen wir gerne. Und das ist abgeschlossen. Ich habe ja 20 Wissenschaftler, das ist eine richtige... Also ich finde, das ist eine Menge. Codename Spark. Xenoneurologie. Arcthrower available from manufacturer. Das kommt bald zum Tragen. Nachdem wir einige Alien-Gehirne untersucht haben, glauben wir, eine Schwachstelle in ihrem Nervensystem gefunden zu haben. Wir haben einen Prototyp einer neuen Waffe, einen Arcthrower, erstellt und wir glauben, dass er bereit sei für die finale Produktion in der Ingenieurswerkstatt. Und so weiter und so fort. Es geht eigentlich viel zu weit. Falls ihr es wollt, ich habe es vorgelesen in den bisherigen Let's Plays zu dem Projekt auf Deutsch. Hier könnt ihr es pausieren und allenfalls auf Englisch lesen. Ich mache es nicht. Es geht zu lange. Arcthrower, das ist das Wichtigste, dass wir den haben. Hier ist es jetzt so, das geht eigentlich relativ kurz, nämlich 5 Tage. Das geht 8 Tage. 8 Tage, 10 Tage. Das wäre mir eigentlich am liebsten. Aber 30 Alois kann ich mir nicht erlauben. Und ich hoffe, mir hier einen kleinen Wissensfortschritt. Ich weiß nicht genau, wie jetzt Long War funktioniert, ob das jetzt immer noch einen kleinen Bonus gibt auf das nächste Projekt. Vielleicht ist es nicht mehr so. Aber 5 Tage schnell. Wir gewinnen damit was. Ich würde sagen, das probieren wir. We've made a number of interesting discoveries based on the autopsy results of the alien specimen you brought back. The research team is now referring to this particular variation as a sectoid. Based on the unusual structure of its internal organs, which we believe to be the product of genetic manipulation. As we've seen in the field, this species also seems to harbor some sort of telepathic ability. Sektoid, schön, haben wir dich erforscht. 21 Wissenschaftler. Es läuft, würde ich sagen. Nach der Waffe müssen wir sofort den Satelliten abschießen. So. Offensichtlich hat kein Land eine Frage an uns, die wir lösen können. Also die drei sind alle nicht auf meinem Kontinent. Könnte ich nicht schützen. Das heißt, ich schieße jetzt einen Satelliten nach Frankreich. Ein Wissenschaftler, 120. Ein Wissenschaftler plus 110. Frankreich ist ja näher an der Panik. Ich würde sagen, Frankreich, dir ist zwar schon Satelliten abgeschossen worden, aber wir haben Hoffnung, dass du es dieses Mal schaffst. Und wir waren ja gerade bei dir zu Gast, also... Satellite uplink facilities at maximum capacity. Additional uplink required. Incoming transmission. Und da kommt der Monatsbericht. Wird vermutlich nicht so gut ausfallen wie der letzte. Excellent work, nee, wieder Commander. Nicht. Ah, schade. This council is pleased to see our continued support of this project has been worthwhile. We hope that your current successes only mark the beginning of an enduring effort
to eliminate the extraterrestrial threat. Afrika sollte wohl mein Augenmerk bekommen. Mein Hauptaugenmerk, denn Südafrika steht nahe an der Panik. Nigeria hat schon die Hälfte erreicht. Alle anderen Länder sehen eigentlich gut aus. Unsere Arbeit dieser Monat oder diesen Monates war 852 Credits verdient. Vermutlich geht die Hälfte in Wartung weg. Wissenschaft plus 2, Ingenieur plus 1. Und wir haben eine Ratsmission geschafft, zwei UFOs abgeschossen, eine Terrormission gestoppt, Entführung gestoppt 5, Satelliten abgeschossen 1, wir haben 3 Wissenschaftsprojekte abgeschlossen, ein UFO überfallen, leider einen Satelliten verloren und 3 UFOs entkommen lassen. We will be in touch, Commander. We will be in touch. So, jetzt werde ich pausieren. Und zwar aus dem simplen Grund, damit ihr sagen könnt, was ich mit dem Geld allenfalls anfangen sollte aus the eurer Sicht. The new engineers arrived this morning, Commander. We're always glad to have more help down here. Hier kann ich einen Arcthrower noch herstellen. 100 Credits. Alois haben wir noch 14, wir könnten aber auch 30 sparen für das nächste Wissenschaftsprojekt. Hier wird es verschiedene Waffen geben, die ich kaufen könnte. Das wäre eine Möglichkeit für euch. Ich könnte hier unten ausbauen. Als Beispiel würde es diesen Thermogenerator geben, der mir 25 Power gibt, also das Energieproblem für sehr, sehr lange löst. Das kostet mich 350 Credits. Ich könnte mit dem restlichen Geld dann hier noch was ausbauen. Vielleicht auch mit dem Geld, das ich über den restlichen Monat verdiene. Also das wäre eine Idee. Oder wir könnten uns hier für 200 Credits die Promotion zum Captain erlauben. Das verstehe ich nicht ganz. Also ich bin unsicher, wie dieses System jetzt bei Long War funktioniert. Kann ich nur zum Captain befördert werden, wenn ich jemand schon befördert habe? Weil ich habe ja eine Beförderung gemacht. Da ist ja ein Leutnant. Die wurde zum Leutnant, nachdem ich sie befördert habe. Bedeutet das, die zwei werden nicht zum Leutnant irgendwann? Und kann nur sie jetzt theoretisch Captain werden? Oder könnte ich theoretisch die zwei befördern und dann würde derjenige Captain werden? Die Erklärung dazu ist nämlich hier: Officers must lead 5 missions in grade and receive a class promotion before being eligible for officers promotion. Das bedeutet, die eigentlich 5 Missionen gespielt haben und die Klasse erreicht haben. Das würde ja eigentlich auf alle zutreffen. Also, jedenfalls noch eine Möglichkeit, 200 Credits einzusetzen und dafür hätte ich den Captain. Der Captain aller Captains. Natürlich könnte ich genauso gut, wenn wir mal hier schauen, eine ewig lange Liste. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben noch 5 Rekruten. 5 Rekruten. Alle anderen haben bereits ihre Klasse erreicht, ihre Berufung gefunden. Ich könnte natürlich auch neue Rekruten anwerben. Das kostet mich 25 pro Rekrut. Wäre auch eine Möglichkeit. Also, 1. Mai, 549 Credits. Eure Entscheidung, wo gehe ich hin? Wohin führt die Reise? Dabei will ich nebenbei auch nicht außer Acht lassen, dass ich hier nochmal einen Jäger bestellen könnte. Dann hätte ich das Maximum erreicht. Würde damit vermutlich mehr UFOs abschießen können. Oder zumindest mehr Erfahrung sammeln. Und das würde ja wieder mehr Geld geben oder mehr Möglichkeiten, Material zu sammeln. Oder auch gleichzeitig mehr Missionen geben. So dass ich die Erfahrung bekomme bei meinen Fußsoldaten. Viele Entscheidungen. Schreibt mir eure Meinung. Und ich hoffe, ich kann darauf eingehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und auf nächstes Mal wieder.